Kurzer Exkurs zum Beitragsobjekt als kleinster programmlicher Einheit. Sie wissen, dass unsere Programme, was man gemeint als ein Programm bezeichnet, eine Hörfunkwelle beispielsweise, ein bestimmtes mediales Angebot, ich sage mal eine Mediathek könnte zum Beispiel auch ein solches Programmelement darstellen, weil es sich aus ganz vielen, einem zusammensetzt, aus einer Reihe von angebotenen Programmelementen. Ja, es kann natürlich auch ein Fernsehprogramm sein, ganz selbstverständlich. Und für gewöhnlich untergliedern wir diese wieder beim Hörfunk in Sendungen, beim linearen Hörfunk, in der Mediathek vielleicht in bestimmte Abteilungen oder Reiter und dergleichen mehr. Und wir haben dann im linearen Hörfunk eben und aber auch in den anderen Medien Beiträge als die Einheiten, die diese Sendungen gestalten. Und Sie sehen hier, wir haben jetzt hier mal zwei Beiträge in der Sendung. Da unten ist noch ein dritter. Und diese Beiträge wiederum haben Eigenschaften, Titel, Autor, Anmoderation, Länge und dergleichen mehr. Und in diesem Fall auch ein Item, haben wir das mal genannt, ein Programmbestandteil, ein Bestandteil dieses Beitrages, der sozusagen Audioessenzdaten enthält. Der Begriff Item haben wir aus dem MOS-Protokoll entlehnt. Dort heißen diese Bestandteile von diesen Story-Elementen eben Item. Beim Beitrag 2 ist es so, dass wir auch hier wieder die typischen Elemente haben, Titel, Autor, Länge etc. Und wir haben in dem Fall zwei Items und das eine Item ist ein File, das ist eben einfach ein O-Ton, wie man so schön sagt. Und das zweite Item ist in diesem Fall eben ein Schaltgespräch. Und Sie sehen, wir betrachten hier Schaltgespräch wie O-Ton als einen Bestandteil eines Story-Elementes in einer Sendung, Vulgo Rundown, die wiederum Bestandteil eines Programms oder eben einer Welle ist. Das ist sozusagen die Datenstruktur, auf die wir uns hier vereinheitlicht haben. Und die ist nicht neu, sondern sie ist im Wesentlichen aus den Überlegungen beispielsweise des MOS-Protokolls entlehnt. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie kann man sich vorstellen, wie Beiträge ausgetauscht werden mit, auf der Basis dieser Strukturen? Es ist einfach so, in diesem Falle haben wir vielleicht beim Südwestrundfunk ein Beitragsangebot mit einem Autor, mit einem Thema und den geben wir zum Beispiel über MECOM, aber vielleicht auch über E-Mail oder auf einem anderen Wege unserem Partner bekannt und hier ist der WDR, der hat ein Planungssystem, in das kommt das hinein, da sieht man dann, aha, der Südwestrundfunk hat hier einen Beitrag zu diesem oder jenem Thema mit dem und dem Autor. Es könnte zum Beispiel beim WDR wäre das zum Beispiel Open Media, ich glaube der Südwestrundfunk arbeitet auch mit Web Merlin als Planungstool unter anderem. Und die beiden tauschen sich jetzt untereinander mal aus, indem sie einfach die entsprechenden Metadaten übergeben und sagen, hier ist ein Story-Element, ein Beitragselement, das könnt ihr haben. Jetzt ist auf diesem Wege ja aber mit den Essenzdaten noch überhaupt nichts passiert, sondern wir haben beim Südwestrundfunk zum Beispiel ein Content-Management-System, den Database Manager von der Firma David, den nutzen die gerne und der hat diesen Beitrag, der ist dort produziert worden, der O-Ton, der zu diesem Beitrag gehört, also was weiß ich, ein kleines Interview oder sonst irgendetwas und den hat er hinterlegt in einer Serverstruktur auf einem Storage-Bereich, den habe ich hier mal mein Server genannt. Und dieses teilt der CMS-System dann dem Beitragsverwaltungssystem mit und sagt, hallo, du hast das doch angeboten an die ARD, dass der dazugehörige O-Ton, der dazugehörige File liegt übrigens unter mein Server. Und genau das ergänzt dann das System und sagt, jetzt gibt es zu unserem Beitragsangebot von 15.20 Uhr eben auch einen Lagerort für das Audio, nämlich mein Server Audio 1 und das Planungssystem beim WDR stellt eben auch fest, aha, da liegt der Beitrag und übergibt diesen Lagerort an das Content-Management-System, das der WDR betreibt. Wir haben bei uns das DIRA-System von der Firma Sizes und dann geht dieses DIRA-System in dem Fall hin und sagt, okay, copy mein Server Audio 1 nach dein Server Audio 1 und das ist der ganze Beitragsaustausch im Endeffekt. Sie sehen, dass sich der Schwerpunkt verlagert hat. Er hat sich verlagert von dem technischen Prozess des Beitragsaustausches zu dem Prozess des Informationsaustausches über die Beiträge, der jetzt relativ integriert ist und
auch nicht unbedingt ein solches Audio benötigt, nicht unbedingt auf das Audio ständig bezogen ist. Ähnlich sieht es aus, wenn wir ein Schaltgespräch haben, jetzt nochmal. Da könnten wir zum Beispiel zwischen WDR und Radio Bremen einen Austausch haben, wo der WDR zunächst eine Ressourcenanfrage stellt und vom Radio Bremen dann eine Ressourcenbestätigung oder auch eine Ressourcenänderung mitgeteilt bekommt. Das heißt, es wird zunächst einmal unter Einbeziehung der redaktionellen Rahmendaten eine solche Verbindung ausgemakelt. Dabei geht es, weiß Gott, nicht nur darum zu sagen, ist eine Leitung frei, sondern wenn Sie beispielsweise nochmal zurückkommen auf das Beispiel in Kiel, ist es genauso wichtig, dass das Studio geöffnet ist. Ja, wenn ich für meine Morningshow um 6 Uhr morgens ein Schaltgespräch nach Kiel haben möchte und im Kieler Studio ist leider der Hausmeister erst ab 8 Uhr da, dann ist das genauso hinderlich, als wenn es keine Leitung gäbe. Und dieser Makelprozess ist deswegen einer, der auch die redaktionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen dieses Beitragsaustausches mit einbezieht. Und erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann geht es auf die technische Seite rüber, weil dann geht es darum, zur Ist-Zeit tatsächlich die Leitungsverbindung herzustellen. Und dann gibt es aus dem führenden System für den Beitragsaustausch, also der Systeme, die an der jeweiligen Rundfunkanstalt an Programmplanung beteiligt sind, die entsprechenden Schaltbefehle für das Studio. Ich muss mal gerade ein Schlückchen hier nehmen. Eine Sekunde, ich bitte um Nachsicht. Sie sehen, auch der Sternpunkt wird dann in diesem System von dem jeweiligen federführenden Programmplanungssystem der jeweiligen Rundfunkanstalt mit den Schaltbefehlen versehen. Wir brauchen also kein Sternpunkt-Dispositionssystem mehr, weil jeder Einzelne weiß ja, welche Codecs in seinem Hause frei sind oder welche Verteil- oder Zuführungsleitungen frei sind. Und dadurch, dass diese Parameter bereits in den Makelvorgang einbezogen sind, wissen wir auch, welche Schaltverbindungen hergestellt werden können. Ich habe es hier jetzt mal aufgemalt für die klassische Sternpunktverbindung, wo eben im Sternpunkt einfach zwei Leitungen miteinander verkoppelt werden. Aber es ist natürlich genauso denkbar, dass man das auch mit einer Audio-over-IP-Verbindung oder einer ISDN-Verbindung macht. Das spielt in dem Falle für den Vorgang selber keine Rolle mehr. Der Beitragsaustausch wird in der Zukunft als ein Regelwerk mit verschiedenen logischen Ebenen dargestellt. Die oberste logische Ebene ist eine Protokollsprache, die es ermöglicht, Beitragsdaten auszutauschen, die aber auch in der Lage ist, diesen Makelvorgang durchzuführen und die mit einer Prozesssteuerung und mit Prozessabläufen ausgestattet ist, die sagen, was muss ich denn tun, um sozusagen einen solchen Beitragsaustausch herbeizuführen. Dazu brauche ich eben Angaben über das Studio, über die Zeit und so weiter und so fort. Und ich brauche ein Regelwerk, das sagt, wenn ich jetzt bei Radio Bremen nach einem Studio frage, dann darf nicht die Antwort kommen, heute gibt es kein Erdbeereis, sondern dann muss eine Antwort kommen, eben die in dieser Protokollsprache vorgesehen ist, die sich auf die Anfrage bezieht. Darunter gibt es die Ebene der Dienste und Medien, in denen wir eben festlegen, welche Arten und Möglichkeiten des Austauschs von Beitragselementen haben wir, Webcams, Multimedia-Elemente etc. etc., Echtzeit-Audio natürlich. Und darunter wiederum die technische Umsetzung, mit der ich das mache, denn ich kann zum Beispiel eine Audioleitung eben mit ganz vielen verschiedenen technischen Mitteln übertragen. Und hier sehen Sie im Übrigen auch den Videofiletransfer, hier ganz unten ist der zu finden. Denn der Videofiletransfer, so wie ihn die ARD-Kollegen im Fernsehen mal versucht haben zu umschreiben, ist letztendlich aus unserer Sicht ein technischer Dienst, der in der Lage ist, eben sehr große Files mit entsprechenden Vorkehrungen zu überspielen. Der Datenaufbau stellt sich so dar, dass wir zunächst einmal alle organisatorischen und programmlichen und technischen Parameter, die für den Austausch notwendig sind, tatsächlich in der sogenannten Story Markup Language zusammen mit den Interaktionsregeln mitführen. Wir führen dort aber wirklich nur diejenigen Metadaten mit,
die notwendig sind, um die Programmplanungssysteme miteinander in Austausch treten zu lassen. Wir führen zum Beispiel nicht sämtliche Mitwirkenden eines Hörspiels auf oder den fünften, zweiten Geiger in einer Symphonie, die wir austauschen. Das machen wir auf anderem Wege. Dazu gibt es also einen Kanon, eine Liste von Metadaten, die wir beschrieben haben, und eben auch eine Liste von Interaktionsregeln in dieser Story Markup Language. Dann beschreiben wir die Standardverfahren zur Übertragung von Bild, Ton, Text, Webdiensten etc. Und schließlich gibt es für das Metadatenhandling eine Liste von Verlinkungen, mit denen wir zusätzliche Informationen zu den Programmelementen eben mit übertragen können. Wir können also zum Beispiel ein Hörspiel übertragen, wo wir einen Link haben, wo wir sagen, hier an dieser Stelle liegt das Hörspiel als Audiofile, und es gibt einen zweiten Link, bei dem liegt zum Beispiel das Volldokument der Hörfunkdatenbank mit sämtlichen Mitwirkenden, mit Rechteklärung etc. etc. Und auch dieses ist sozusagen eben für das Metadatenhandling eine solche Verlinkung. Wichtig noch der Hinweis, dass die ganze Struktur dieser Story Markup Language eine XML-Struktur ist. Das heißt, wir haben eine getaggte Darstellung letztendlich der Metadaten und der Befehlsabfolgen. Und Sie wissen, dass man über ein Stylesheet letztendlich diese Daten auch an einem ganz normalen Monitor für einen Menschen lesbar machen können. Das ist nicht ganz unwichtig, weil wir natürlich verschiedene Stellen haben werden, in denen diese XML-Strukturen von Maschinen gelesen werden. Aber es wird, weil die AD eben kein zentralistisches Gebilde ist, auch immer wieder Situationen geben, in denen die Menschen letztendlich diese XML-Strukturen auslesen können müssen. Und dafür ist es eben sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass das Ganze letztendlich auch noch menschenlesbar ist.